Ja gut, so geht's natürlich auch. Dann gehen wir nochmal zurück. So, wo war das? Die Wippe war hier drin. Zurück. Irgendwie nein. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Aha. Na, guck mal, da haben wir einen Schlüssel. Jetzt kommen wir auch hier rein, wa? Was ist denn das? Alien, die Wiedergeburt. Oho. Wie sieht denn die Karte hier aus? Hier war ich doch schon. War ich jetzt aber genau auf der anderen Seite, die sonst versperrt gewesen ist. Sieht hier aus, als wenn hier ein Jahrzehnt keiner mehr gewesen ist. Minimum. Schon wieder so ruhig drin. Oh? Die vom Friedhof liegt da. Oder? Jo. Oh. It's you. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. Okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well,
I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Die Arme. Wer weiß, was da widerfahren ist. Ich denke mal, die Mutter ist auch gestorben. Ein Messer und ein Schlüssel. Jetzt gehen wir zustechen wie Abdul. Schlüssel der Resilienz. Hier waren wir gerade. So, jetzt gibt es nur noch den Weg zurück. Aber komischerweise sieht das jetzt wieder recht normal aus, ne? Naja, bis auf hier. Oh, oh. Da geht etwas mit ungefähr Schuhgröße 55 durch die Gänge. So, nächster Abschnitt. Folterkammer hier, wa? Hier geht's nicht weiter. Guck mal, der markiert das direkt. S an der Tür. Ballermann. Hello.
Wer ist Lev Flam? Licht rein. Da war sogar alle andere frei, den Schlüssel stecken zu lassen. Wo sind wir hier? Guck mal da. Ach, guck mal, da ist die Uhr. Perfekt. Gehen wir da direkt mal hin und hier können wir auch gleich direkt speichern. Genau. Guck dich diese. Jetzt verstehe ich das auch. Also. Eins. Und zwei. Gott. Speichern wir mal nach der ganzen Tortur hier. Mhm. Da ist aber noch nichts fertig, ne? Was haben wir denn noch hier? M an der Tür. Können wir in die Vierer nochmal reingehen? Let's fetz. Guck mal, jetzt ist hier offen. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Noch nie im Leben Schmetterlinge, das ist irgendwas anderes. Doch, könnte hinkommen. Oh, ein Glory Hole. Der Totenkopf gefällt mir schon mal gar nicht. Was ist das denn für ein Schrank, ey? Haben sie den mit Fäkalien beschmiert? Alter. Das ist mal ein Brummer. Das scheinen seltene Exemplare zu sein. Weil diesen Totenkopf. Alter, den habe ich glaube ich schon mal in so einer Doku gesehen. Der ist mir definitiv bekannt. Warte mal nachts. Dann kannst du nachts nicht schlafen und dann guckst du dir Tierdokus an. Und frisst dabei Chips. Oder Sushi. Oder irgendwas anderes. Da. Aha. Was hat das jetzt gebracht? Irgendwie gar nichts, ne? Da war ich zu blöd, das zu sehen. Machtfalter.
Mondpunkt. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Okay. Vielleicht die Anzahl der Viecher? So, als allererstes brauchen wir Mondpunkt. Also einen Mond haben wir hier. Vielleicht wie viele Monde? 4? So, wir haben 4 Monde. Warte mal, nee, das kann nicht sein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oder warte mal, klar, sicher. Minus. X minus. Gut, warte mal, Monde. Wie viel haben wir hier nochmal? 4. 4 Monde. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf. Eins. Doch, warte. So, bei 3. Totenkopf plus Kreis. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wenn das jetzt so richtig ist. Kreise minus die Totenköpfe. Wie viele Kreise haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 2 sind wir bei 3. 3 wären das dann. Guck mal, hat geklappt.